Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Freunde und Befürworter des offenen Worts, ich begrüße Sie herzlichst zur heutigen Vorschau auf die neue Ausgabe Nummer 27. Die Zeit vergeht wie im Fluge, schon ist wieder eine Woche vorbei und wir haben ein hochaktuelles, dichtes, unkonventionelles, überraschungsreiches Bouquet für Sie zusammengestellt. Die Wundertüte im Armani-Anzug, im eleganten Layout und man weiß nie wirklich, was drinsteht. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, komm Köppel, der hat ja so seine Masche, seine Weltwoche-Masche. Immer das Gegenteil von dem sagen, was alle anderen sagen, stimmt. Das ist sehr wichtig. Man muss immer Gegensteuer geben. Das ist die einzige Quelle von intellektuellem und geistigem Fortschritt, die wir haben. Ist nicht so wichtig, was man selber für eine Meinung hat. Ist vor allem wichtig, dass man die allgemein herrschenden, tonangebenden Meinungen immer wieder hinterfragt, auf ihre Schwachstellen abklopft und aufzeigt, dass es eben noch ganz andere Sichtweisen gibt, die genauso legitim, die genauso berechtigt sind. Das ist die Weltwoche seit weit über 80 Jahren. Diese Unkonventionalität zeichnet sie aus und entsprechend brauchen unsere Journalistinnen und Journalisten, unsere Autoren auch Zivilcourage. Denn das ist anstrengend, das gibt Gegenwind, wenn sie einfach nicht da mit den Wölfen heulen, wenn sie immer mal wieder da etwas den Gottesdienst stören, ja mei, dann wird dann der Zeigefinger geschwenkt, man hat das nicht so gern. Die Leute sagen zwar immer, ja, ja, nein, wir sind immer, natürlich, Herr Köppel, wir sind doch absolut für Meinungsfreiheit, wir sind für Pluralismus, aber wehe, wenn sie dann den Pluralismus leben, machen sie den Test einmal, innerhalb ihrer Familie, bei der Firma, an einer Sitzung. Wenn der Chef und die drei Alpha-Tiere in einer Strategiesitzung quasi mal dargelegt haben, was ihre Lösung ist, was ihre Vorstellung ist, und alle klapparieren, ja, Chef, wieder genial, Sie sind so ein guter Stratege, fantastisch, wie ihr das gemacht habt, stehen Sie auf und sagen Sie als Einziger im Raum, Entschuldigung, ich bin nicht überzeugt, was der Chef und sein Stellvertreter da vorgetragen haben, ist jetzt einfach hinten und vorne gar nichts wert. So müssen wir es sehen. Und dann beobachten Sie, was passiert in dieser ach so pluralistischen Runde, die zuvor freundlich, anbetungsvoll lächelnden, bewundert dreinblickenden Gesichter verfinstern sich, die Augen verschließen sich zu Schießscharten, messerscharfe Schlitze und sie spüren, wie die Raumtemperatur exponentiell sich dem Gefrierpunkt nähert. So ist es eben. Aber es ist wichtig, dass jemand im Raum aufsteht und sagt, nein, Entschuldigung, ich bin nicht überzeugt, es gibt hier noch eine andere Sicht. Das ist die Weltwoche. Und das Ziel dieser anderen Sicht besteht ja nicht zwangsläufig darin, immer Recht zu haben, wobei es erstaunlich ist, wie oft man Recht hat. Nein, das Ziel besteht eben darin, dass sie dem Leser, der Öffentlichkeit, eben die anderen Varianten noch präsentieren, damit man in der Meinungsbildung ein differenziertes Bild hat, ein besseres, ein vielfältigeres Bild. Denn, und das ist der Sinn des Ganzen, die Qualität einer Entscheidung, sei das in der Familie, im Geschäft, in der Politik, in der Demokratie, die Qualität einer Entscheidung bemisst sich immer an der Intensität der Auseinandersetzung und an der Vielfältigkeit der Argumente, die man vor dem Entscheid gewogen und geprüft hat. Und darum ist das so wichtig, darum gibt es die Weltwoche überhaupt noch, weil man hier immer den Mut gehabt hat, Gegensteuer zu geben. So, jetzt nach dieser theoretischen Präambel, nach diesem Theoriekurs in Sachen Weltwoche schreite ich zu den begeisternden Inhalten. Sie verzeihen mir etwas diese marktschreierische Tonalität, aber das ist ja eine Dauerwerbesendung, könnte man sagen, eine Ankündigungssendung. Und deshalb, wir haben hier ganz massiv Gegensteuer gegeben. Wir sind ja konfrontiert im Moment mit garstigen Realitäten im Asylbereich, zum Teil auch im politischen Bereich. Wir haben ein internationales Geschehen, wo es kracht und dampft.
und also Gegensteuer. Und mit Gegensteuer meine ich hier die Beruhigung, die Muße, das Zen-Buddhistische sich zurücklehnen können. Und welches Lebewesen verkörpert diese schnurrende Ruhe, diese Genügsamkeit, diese Zufriedenheit mit sich, der Existenz, dem Leben und dem Universum? Richtig, das sind unsere Katzen. Die Katzen, das fällige Medikament, die Katze, das fällige Medikament. Es gibt keine bessere Droge. Veronika Strass, unsere hochgeschätzte Kollegin, sie ist in letzter Zeit häufiger in der Weltwoche zu lesen, zum Glück. Sie schreibt über dieses Beruhigungswunder der Katzen und dass eben Katzen immer häufiger eingesetzt werden als Therapiemedikament, ja, als Beruhigungspille, als eine Art schnurrende Beruhigungspille, die eben vorteilhaft einwirkt auf Menschen. Gut, es gibt natürlich die Hundemenschen, die haben dann eher etwas, die bekommen dann eher einen höheren Puls, oder die Katzenhaarallergiker. Aber auch da gibt es verschiedene perspektivische Lösungen. Also Katzen, das fällige Medikament, das ist unser Kontrapunkt zu den Aufgeregtheiten unserer Zeit. Dann aber kontrastreich dagegen geschnitten, Frauen sind freiwillig. Zitat, Professor Dr. Albert A. Stahel, der frühere ETH-Dozent über junge Afghanen in Europa, im Gespräch mit Urs Gehriger, das erschüttert ja die Europäische Union, diese Gräueltaten von mutmaßlich 4 afghanischen Asylbewerbern in Wien, hier erstaunlich klein gefahren in der Berichterstattung, aber auch in Schweden, dort in der Gangkriminalität, Bandenkriminalität, ein 15-jähriger Asylbewerber erschießt einen Polizisten und der Asylbewerber ebenfalls aus Afghanistan stammend. Was hat es mit diesen Afghanen auf sich? Und verstehen Sie mich richtig, Afghanistan ist ein faszinierendes, ist ein bewundernswertes Land mit einer ganz stolzen Tradition, auch mit Abgründen in der Tradition, aber auch mit glorreichen Höhepunkten. Aber das Problem besteht eben darin, und das ist auch der Punkt hier von Professor Dr. Albert A. Stahel, wenn Sie eben anfangen, aus ganz fremden Kulturen, zum Beispiel aus der Afghanischen, beliebig Leute hier einzuschiffen, zu importieren, einzuquartieren, ja, dann schaffen sie sozialen Zündstoff. Sie können die Kulturen nicht mixen wie irgendeinen Sommerdrink. Das geht nicht. Das gibt eben eine giftige, eine toxische, eine explosive Mischung. Und diese Explosivität erleben wir derzeit an verschiedenen Schauplätzen in Europa, bedauerlicherweise. Involviert die Afghanen und Professor Dr. Albert Stahel, ein Kenner und auch Bewunderer der afghanischen Kultur, gibt uns Einblick in die Unterschiede und in die Gefahren dieser Zivilisation, die wir hier so leichtfertig und anmaßend bei uns integrieren zu können, glauben. Dann Meghan, die falsche Diana, wie sich die US-Schauspielerin eine britische Ikone aneignet. Wir hatten ja die Diana Spencer, die Lady Diana, Festspiele in den letzten Tagen und Wochen. Julie Burchill, unsere geschätzte Kollegin aus Großbritannien, aus England, hat hier eine ganz interessante Parallele gezogen und sie schreibt einfach großartig, ist immer ein Vergnügen. Wunderbar, auch Sarah Pines ist wieder zurück. Wir haben ja mit Sarah vor vielen Jahren, ich glaube sogar sie, eine Art in den Journalismus eingeführt. Sie hat dann eine tolle Karriere gemacht, für sehr viele internationale Medien auch geschrieben. Die Zeit, die Neue Zürcher Zeitung. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass sie heute wieder einmal bei uns einen ihrer Texte abdruckt. Und zwar beschäftigt sie sich mit dem Fall Bill Cosby, diesem amerikanischen Entertainer, der ja wegen Frauenbelästigung zu gefühlten 327 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist, jetzt aber auf freiem Fuß steht. Was hat es damit auf sich? Dann großes Porträt von Jack Ma. Jack Ma und der Kaiser von China. Jack Ma, das ist ja der Alibaba-Mann. Alibaba und der Kaiser von China. Ein Bild, eine Facette dieses chinesischen Regimes und dieses Führers Xi Jinping, der es eben offenbar nach unserem Korrespondenten Pike, Francis Pike, nicht duldet, nicht erträgt, dass da andere profilierte Persönlichkeiten herannahen. Trumps Pläne, Donald Trump und seine Pläne, wie geht es da weiter? Man lacht ja über den früheren Präsidenten, vielleicht lacht man etwas zu früh, vielleicht auch nicht, man weiß es nie, das Leben ist ein offenes Buch. Aber Amy Holmes,
legt dar, was der politische Plan von Donald Trump ist. Und ich kann Ihnen sagen, das ist also eine ziemlich raffinierte Angelegenheit. Eric Zemmour, der Journalist, der Franzose, der sich möglicherweise anschickt, ins Präsidentenrennen einzusteigen. Ich glaube das noch nicht so recht, aber könnte ja sein, die Auguren glauben es, in diese Richtung wahrnehmen zu können. Eric Zemmour, auf jeden Fall eine ganz schillernde intellektuelle Persönlichkeit aus Frankreich. Jürg Altweg, unser Mann in Frankreich, kennt Eric Zemmour, hat auch schon mit ihm gesprochen und er porträtiert Eric Zemmour aus nächster Nähe und doch mit Distanz für die Weltwoche. Lea Migiano, die Frau sagt Ihnen nichts, Lea Migiano erscheint derzeit auf allen Kanälen, im Fernsehen, mit Werbespots, in der Ringier-Presse, überall. Sie ist ganz dick dabei. Sie hat einen Autohandel aufgebaut und fordert die Großen heraus. Wer ist diese Lea Migiano, die hier die Altvorderen, die altgedienten Autocampen einfach abzutrocknen scheint? Ist doch mal interessant, eine Frau, die da kommt. Dann, was haben wir sonst noch? Ja, natürlich in der Innenpolitik. Wir beschäftigen uns mit diesem skurrilen, absonderlichen und doch so bezeichnenden Fall einer symbolischen Journalistinnenköpfung durch die linksextreme Reitschule in Bern. Abstrus, was da in der Schweizer Medienszene abgeht, aber auch entlarvend. Das ist ein Festival der Heuchelei, was da abgeht. Dann Rahmenvertrag, die Verlierer wollen den Entscheid kippen. Stoppt den Wahnsinn, Birgit Kelle, über die Gefährlichkeit auch, ja, die Gefährlichkeit der Gender-Ideologie. Wir befassen uns noch einmal mit Granit Xhaka, dem spielerisch überragenden Captain der Schweizer Fußballnationalmannschaft, der ausgerechnet im kapitalen Match gegen Spanien fehlte, trotzdem in den Medien hochgestemmt wird zur, ja, fast alleinselig machenden Heilsfigur. Unser Kollege Thomas Renkli, der übrigens auch noch einen sehr, sehr schönen Nachruf auf Bill Ramsey geschrieben hat, er kannte Bill Ramsey. Thomas Renkli, ein Sportspezialist, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Er analysiert unerschrocken diesen Fußballer und er kommt zu etwas anderen Schlüssen als der Medien-Mainstream. Justiz, Menschenrecht auf Klimaschutz. Ja, können Sie in Zukunft Autofirmen verklagen? Mit dem Argument, ihr habt meinen Kindern die Zukunft geraubt, wird jetzt die Klimapolitik vor den Gerichten ausgetragen. Da gibt es ja eine Reihe von folgenschweren Entscheiden. Und das ist ein Thema der Gegenwart, mit dem wir uns einfach intensiver auseinandersetzen müssen. Wie hier eben versucht wird, eine urpolitische Frage, nämlich die Klimapolitik, wollen wir das, siehe CO2-Gesetz, wollen wir das jetzt vor den Gerichten austragen? Und diese Klimafritzen, diese Klimaleute, die da auf Alarm machen, die wollen genau das, weil sie sich eben nicht der demokratischen Ausmachung stellen wollen, sondern nein, sie wollen hier das Gegenteil machen. Brüssels neuer Prügelknabe, Sloweniens Ministerpräsident Janez Janša mit einem sehr prominenten Autor, ausgewiesener Experte, hat uns diese schillernde Persönlichkeit porträtiert. Janša übernimmt jetzt ja die EU-Ratspräsidentschaft, also den Vorsitz jenes Gremiums, das in der Europäischen Union im Grunde den Ton angibt. Dann natürlich ein wunderbarer Kulturteil mit Marcel Proust, mit Podcasts, mit ganz interessanten Büchern, die vorgestellt werden. Dann natürlich Leben heute, das Genießen, das Zurücklehnen und dort unter anderem das Porträt von Rolf Sachs, das entzückende Leben des Rolf Sachs. Und ich darf auch noch vermerken, Tamara Wernli, unsere Kolumnistin auf der letzten Seite, ist in den Ferien, in den wohlverdienten Ferien, liebe Tamara, erhol dich gut. Wir haben als Ersatz, freundlicherweise macht sie das, Marie von den Bänken verpflichten können, nicht unbekannt den Lesern der Weltwoche. Sie hat nämlich im Deutschland-Spezialheft begründet, warum sie die SPD trotzdem wähle. Also fast schon ein etwas exotisches Programm, das sie hier vertritt. Eine Politwählerin, die man möglicherweise schon als, ja, vielleicht etwas unter Artenschutz stellen sollte, weil, wie ich höre, hat die SPD in Deutschland im Moment nicht mehr so viele Fans, die da ihre Zustimmung öffentlich kundtun würden. Ja, dies, meine Damen und Herren,
ist die neue Ausgabe der Weltwoche mit einem theoretischen Einführungsteil. Ich bitte Sie, das auswendig zu lernen. Das nächste Mal frage ich Sie ab zur Weltwoche, Ihrer Geschichte und Ihrem publizistischen Konzept. Machen Sie es gut. Und wenn Sie Entzugserscheinungen haben, bitte auf Weltwoche Daily umschalten. Da sind wir jeden Tag für Sie da. Und morgen übrigens aus Südfrankreich. Ich besuche mit meinem Kollegen Eric Ebneter einen magischen Ort für die Franzosen in Südfrankreich. Und dieser magische Ort, man glaubt es kaum, quasi das Rütli der Franzosen, es gehört seit jüngstem einem Schweizer. Also dort, wo die Schweiz ist, passieren historisch außerordentliche Dinge. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank für Ihre treue Verbundenheit mit der Weltwoche. Übrigens, wenn Sie sie noch nicht abonniert haben, würde ich Ihnen das doch jetzt auch aus neutraler Warte durchaus empfehlen, sollten Sie sich vielleicht mal überlegen, die Weltwoche zu abonnieren. Die Weltwoche, das ist der Ort, wo sich niemand für seine Meinung schämen muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können auch mal eine falsche Meinung haben. Das passiert mir auch immer mal wieder. Im Moment übrigens bin ich gerade im Shitstorm drin, weil ich meine Meinung zur Ehe für alle geändert habe. Ja, ich bekenne mich schuldig, es ist nicht verboten, klüger zu werden. Manchmal glaubt man auch nur, man werde klüger und wird eigentlich dümmer. Da können wir nie so ganz sicher sein. Deshalb bringen wir alle Meinungen in der Weltwoche, dann können Sie es immer wieder von Neuem überprüfen. Alles Gute und eine schöne Woche.